Oh mein Gott. Nintendo hat gestern mehr von Mario Maker 2 gezeigt und es ist ja wohl noch umwerfender als eh schon gedacht. Unzählige neue Elemente, ein kompletter neuer Stil Super Mario 3D World, der dazukommt. Und für mich das größte, geilste, neueste Feature überhaupt. Einen Online-Multiplayer. Das bedeutet, man kann mit bis zu 4 Spielern ein auch noch gebautes Mario Maker Level starten und ein Rennen auf dieser Map machen zu viert. Und es gibt sowas wie ein Online-Rank. Also man kann sogar aufsteigen. Online, wenn man als erster das Level abschließt. Dazu gibt es auch noch Level, die man kooperativ lösen muss, was mal weg von diesen ganzen Konkurrenzgedanken ist, was ich auch ganz nice finde. Und als wäre das noch nicht genug. Unzählige neue Bauelemente und Mechaniken, die man jetzt verwenden kann. Alles auf der Nintendo Switch Portable zum Mitnehmen. Gibt es auch noch einen Story-Modus, wo es die Aufgabe von Mario ist, das Schloss von Peach wieder aufzubauen. Dazu benötigt man viele Münzen, die man natürlich sich in ganz vielen kleinen Aufträgen rund um das Schloss verdient. Das sind natürlich Level, die Nintendo schon vorgebaut hat, finde ich aber auch ganz nice. Ein kleiner Story-Modus. Und es gibt über 100 erstellte Level von Nintendo so schon im Game, was ja so schon über dem Durchschnitt von einem normalen Mario ist, an der Levelanzahl. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Und ich kann euch jetzt schon mal garantieren, das wird den Kanal Theo komplett wiederbeleben, wenn man das so sagen kann. Denn Mario Maker 2 wird das Kernelement des Kanals werden, wo ich in Streams eure Level spiele, in Form von Video-Challenges eure Level spiele und auch sogar mit euch spiele. Denn Super Mario Maker 2 hat ja den Multiplayer. Und ich muss sagen, dass die Integration von Super Mario 3D World auch perfekt dazu passt, weil beispielsweise der Katze Mario jetzt verfügbar ist, die Glasröhren und natürlich das Koopa Trooper Fahrzeug, was wir gesehen haben, wo Mario sogar einsteigen kann, was einfach nur genial aussieht. Und das Beste ist schon, es erscheint schon nächsten Monat am 28. Juni, exklusiv für die Nintendo Switch. Also in knapp 5 bis 6 Wochen werden wir das Spiel schon spielen, hier auf diesem Kanal. Wir werden komplett ausrasten und ich bin gespannt, was man alles mit Super Mario Maker 2 auf die Beine stellen kann. Und falls ihr interessiert an diesem Spiel seid und alle neuen Infos, Tipps und Tricks, Challenges und alles, was mit Super Mario Maker 2 zu tun hat, solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, denn 2019 wird auf Theo Super Mario Maker 2 im absoluten Fokus stehen. Ich wollte nur ein Video machen, um euch zu informieren und euch meine Meinung preiszugeben, was ich davon halte, und ich bin einfach absolut begeistert und freue mich und zähle jetzt schon die Tage, bis wir es dann endlich spielen. Natürlich wird am 28. Juni, wenn es dann erscheint, das ist ein Freitag, wird es hier natürlich einen Stream geben. Ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.